Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Rolf. Und Rolf möchte wissen, Koi Schönheit, totaler Rotverlust bei einem Goschki, hallo. Habe vor 8 Wochen 2 Goschki in Glamour Conias, das ist der Züchter, einer der besten Züchter für Goschki, Toe-Size 27 cm eingesetzt, beide ca. 2 cm gewachsen. Und nun hat einer der beiden innerhalb von einer Woche sein Superrot komplett verloren. Der andere absolut perfekt, ebenso wie die gleichzeitig eingesetzten Tosai Shoba. Alle top vom Verhalten, wachsen, Farbe ebenso top. Auch der kleine Goschki bis auf den Farbverlust. So, Wasserwerte sehr gut, Wasserwechsel ca. 10% die Woche. Futter Konishi Number 1 und Konishi Wachstum Farbe. Folgende Frage: Wie kann es sein, dass ein einzelner Koi diesen kompletten Farbverlust hat? Nachfrage beim Händler hat ergeben, kein weiterer Koi betroffen. Yeah. Was soll der Händler auch sagen? Ja, hier hat es auch 10 erwischt. Aber wenn der Händler ehrlich wäre, und ich weiß ja nicht, wer es ist, wenn der Händler ehrlich wäre, würde er sagen, bei Goschki besteht einfach ein massiv höheres Risiko bezüglich Rotverlust, als es beispielsweise bei Gosanke ist. Und ich möchte mal sagen, das liegt ums 3, guten Morgen Cem, das liegt ums 3 bis 4-fache sogar höher. Und das Erstaunliche ist, und das ist, was du genau beschrieben hast, das geht manchmal so ratzelfatzel schnell, das kann man sich nicht vorstellen. Ein kleiner Goschki kann binnen einer Woche sein komplettes Rot abwerfen und in 99% aller Fälle kommt es auch nicht wieder. Woher das kommt, weiß ich nicht, ich kann Ihnen nur sagen, wenn man das Rot eines Goschki im Photoshop analysiert, wenn man sich mal die Farbwerte, die RGB-Farbwerte geben lässt, dann sieht man einfach, im Goschki-Rot ist deutlich mehr Magenta drin, als dies bei Kohaku, Sanke und Showa der Fall ist. Aber interessant ist, dass zum Beispiel Kohaku mit einem stark magentafarbenen Rot, dass die, auch wenn sie mal Farbverlust haben, dass dieser Farbverlust häufig auch im kompletten Farbverlust endet. Dass also am Schluss ein Shirombo, ein kompletter, oder Shiromuchi, ein komplett weißer Koi zurückbleibt. Wohingegen, wenn wir einen Kohaku oder einen Sanke oder Showa mit einem orangefarbenen Rot haben, dann ist es in der Tat so, dass sich das Rot nur ganz langsam vom Koi schleicht und in der Regel auch nie in einem ganz kompletten Farbverlust endet. Und ich habe mich da mal mit Konishi drüber unterhalten, der hat mir zugeguckt, als ich da gerade mit Photoshop zugange war, und dann habe ich ihm das erzählt und habe ihm das beschrieben. Ich muss mal kurz mein Handy ausmachen, habe ihm das beschrieben und dann hat er gemeint, als er darüber nachgedacht hat, eigentlich hast du recht. Und vor allem, wenn man von der Aufzug vom 2-Jährigen zum 3-Jährigen im Naturteich spricht, dann ist es wirklich so, wenn diese richtig geilen magentafarbenen, diese himbeerfarbenen Kohaku oder auch zum Teil Sanke, wenn die in den Naturteich kommen und die unter Farbverlust leiden, dann kommen da wirklich komplett weiße Fische zurück. Wohingegen, wenn der Farbverlust, wenn ein Koi mit orangefarbenem Rot vom Farbverlust betroffen ist, dann fehlt es nur an den Kanten. Also irgendwas hat es mit den Farbzellen zu tun, mit den Anteilen der Farbzellen in der Haut. Und so, und die Goschki sind eben, was den Rotverlust angeht, eine der wirklich absolut anfälligsten Varietäten überhaupt. Und dazu zählt Stress. Stress ist ein Faktor, der den Rotverlust immer begünstigt. Da haben wir auch, wenn wir kleine Goschki importieren, haben wir immer eine gewisse Ausfallquote, wo wir wissen, wenn die jetzt reinkommen und nach 3-4 Wochen sind da immer welche dabei, die in der Zeit dann das Rot abgeworfen haben. Man kann auch nicht sagen, welcher das jetzt sein wird. Also im Vorfeld, wenn man sie anschaut, das ist einfach dann, der liebe Gott war mal wieder am Würfen und hat gesagt, und du verlierst dein Rot und du nicht. Ist aber eine ganz, ganz, ganz typische Goschki-Krankheit, die wirklich alle Goschkis oder alle Goschki-Blutlinien dieser Welt betrifft. In diesem Sinne, Rolf, dir trotzdem mit deinen 3 weiteren Koi viel Erfolg, mach's gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.